Das iPhone macht normalerweise jede Bewegung mit. Je nachdem, wie man es hält, kippt es mal in die horizontale, mal in die vertikale. Dieser Kippsensor lässt sich aber deaktivieren, wenn man dieses Kippen nicht möchte. Das geht im Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum erreicht man, indem man einfach mit dem Finger von unten nach oben wischt. Genauso einfach kann man das Kontrollzentrum wieder verschwinden lassen. Also einfach von unten nach oben. Dann findet man hier oben rechts das Symbol für den Kippsensor. Wenn man hier einmal drauf tippt, wird die Ausrichtungssperre eingeschaltet. Das heißt, der Kippsensor ist ausgeschaltet und deaktiviert. Das erkennt man auch oben an dem kleinen Schlosssymbol oben rechts neben der Batterie. Und jetzt, das bedeutet, wenn das aktiv ist, ist es egal, wie man das iPhone hält, es kippt nicht mehr mit. Soll es wieder kippen, schaltet man diesen Sensor einfach wieder ein, indem man das Kontrollzentrum durch die Wischbewegung von unten nach oben wieder aufruft. Einmal hier drauf tippen, dann ist die Ausrichtungssperre wieder ausgeschaltet, der Kippsensor wieder aktiviert und jetzt kippt er wieder nach Lust und Laune.